Frankfurt am Main. Mit einem mittleren Monatseinkommen von knapp 4.200 € eine der wohlhabendsten Städte Deutschlands. Doch nicht alle Bürger der Stadt stehen finanziell so gut da. Ich bin Christian. Ich bin Nathalie und bin im 5. Monat schwanger. Einen Job haben die beiden nicht. Und daran soll sich so schnell auch nichts ändern. Ich bekomme 416 € Hartz IV. Wenn das Amt alles zahlt, dann müssen wir auch nicht arbeiten gehen. Christian hat seine Maurerlehre abgebrochen und seitdem nicht mehr gearbeitet. Wegen ihrer Schwangerschaft hat auch Nathalie ihre Ausbildung abgebrochen. Die beiden wollen demnächst heiraten und ziehen gerade um. Bald werden sie hier zu dritt sein. Ja, wir ziehen in unsere gemeinsame erste Wohnung jetzt ein und ja, bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat und jetzt tun wir die Sachen erstmal alles einräumen, erstmal reinbringen, dass es von der Straße hier weg ist. Wir haben bis vor kurzem noch bei der Mutter von meiner Freundin gewohnt, zur Miete, ja, und das war auch nur ein kleines Zimmer, das war nur zum Schlafen, ansonsten ciao. Auch wenn sie selbst nichts beitragen, wollen Christian und Nathalie für sich und ihren Sohn nur das Beste. Ja, hier werden wir dann eine kleine Kinder-Baby-Ecke einrichten, dass das Kind dann auch erstmal, bis wir eine größere Wohnung haben, eine Spielecke auch für sich so hat. Ich bin jetzt im 5. Monat. Das Kind war geplant. Wir freuen uns auch drauf. Und ich denke, ich bin eine sehr gute Mutter. Ihr Lebenswandel sagt jedoch etwas anderes. Außerdem ist Nathalie nicht zum ersten Mal schwanger. Wir hätten ja schon ein Kind gehabt, das von ihm war. Nur der Christian war ja dann halt im Gefängnis gewesen und ich wollte das dann nicht alleine machen. Also ich wollte dann, dass mein Mann gerne dabei ist. Ich habe das Kind dann abgetrieben gehabt. War unsere gemeinsame Entscheidung. Ja. Christians Start ins Erwachsenenleben war aufgrund mehrerer Delikte eher holprig. Also ich habe insgesamt 2 Jahre wegen Betrug und Betäubungsmittelgesetzes, weil ich das verstoßen habe mit Handel und halt Körperverletzungen, habe ich halt 2 Jahre abgesessen. Ich werde jetzt 23. Umziehen macht hungrig. Da gibt Christian auch schon mal 25 € für eine Mahlzeit aus. Ja, wir haben jetzt extra wegen dem Umzug, weil ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe, haben wir jetzt Pizza bestellt. Wie sieht es bei euch finanziell so aus im Moment? Ach, das ist das letzte Geld, was wir jetzt nur noch für den Monat haben. Hartz IV bedeutet für Christian und Nathalie aber nicht Konsumverzicht. Es geht halt drauf für Shopping. Ich gebe im monatlich für Klamotten zwischen 150, manchmal sogar 200 € für Klamotten aus. Dann wollen wir vielleicht mal was essen gehen. Und dann bestellt ihr Pizza, wenn es eben knapp ist? Ja, ich hab Hunger. Aber dafür, dass man nicht arbeitet, ist Hartz IV ja schon Geld. Ja, Geld, was so kommt, ist doch geil. Das Geld, was wir da jetzt kriegen, wo ich nichts machen muss, warum soll ich das dann nicht annehmen? Ja. Also wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, Hartz IV oder arbeiten, dann würde ich eher Hartz IV nehmen, weil das ist einfacher und ja, machst dir nichts kaputt. Goch, eine Stadt mit 34.000 Einwohnern direkt an der niederländischen Grenze. Hier leben der alleinerziehende Vater Udo und sein Sohn Miguel. Udo rackert viel und verdient wenig. Hallo, ich bin der Udo. Ich verdiene als Altenpflegerhelfer nur 1.045 € im Monat. Und ich möchte meinem Sohn vorleben, dass Arbeiten wichtig ist und Hartz IV kein Beruf. Mit seinem Geld muss Udo für sich und seinen Sohn extrem haushalten. Ich bin alleinerziehender Papa. Mein Sohn muss sehr oft auf etwas verzichten und ich möchte ihm jetzt einen großen Traum erfüllen. Der gelernte technische Zeichner war lange arbeitslos. Doch jetzt hat Udo seine Berufung gefunden. Ich arbeite in einem Altenheim. Ich freue mich tierisch auf meine Bewohner, weil Pflegekraft ist der Beruf. Wenn es den nicht geben würde, müsste ich den erfinden. Also arbeiten lohnt sich. Arbeiten lohnt sich auf jeden Fall. Moin. Zu den Heimbewohnern hat Udo ein sehr herzliches Verhältnis. Morgen, Hanna. Wollen wir eben Blutdruck messen? Jo. Nach mehreren Jahren ohne Job ließ Udo sich umschulen. Ich habe auch mal Hartz IV bezogen. Man kann arbeitslos werden, man kann auch lange arbeitslos sein, wenn man aus gesundheitlichen Gründen das und jenes nicht machen kann, was man gerne machen möchte. Kann ich alles verstehen. Aber Leute, die sagen, ich mache das, weil ich nichts tun will, die kann ich nicht verstehen. Altenpflege ist Udos Traumberuf, trotz Schichtdienst und schlechter Bezahlung. Denn hier wird er gebraucht. Der Pflegeberuf ist ein sehr harter Job. Der Beruf müsste eigentlich viel besser bezahlt werden. Aber ich möchte mir Geld zeigen, dass es wichtig ist, dass man arbeitet. Und zweitens, weil ich was tun wollte, weil ich meinen Sohn zeigen wollte, jung, geh arbeiten, auch wenn du wenig verdienst, mach was für dein Selbstvertrauen, für dein Selbstwertgefühl. Ich bin alleinerziehender Papa geworden, weil die Mutter des Kindes das Kind nicht wollte. Miguel war 2 Stunden alt, als wir uns getrennt haben. 2 Stunden? Ja. Das war noch am Tag der Geburt. Sie hatte sich anderweitig orientiert, hat einen neuen Partner gehabt und da störte der Junge nur. Ich fand es traurig, dass sie ein Kind alleine lässt. Aber das ist ja bei mir, ist Gott sei Dank nicht alleine, aber dass eine Mutter ein Kind nicht will. Im Sportunterricht meckern mich alle an, weil ich nicht rennen kann, weil ich auch nicht so viel Ausdauer habe wie die anderen. Das macht mich traurig, weil ich halt Medikamente nehmen muss und dass sie mich dann ärgern. Miguel hat eine chronische Krankheit, die heißt AGS mit Salzverlust. Und dadurch bekommt er Cortison oral zugeführt. Dadurch ist er ein etwas kräftigeres Kind. Und da wurde er in der Schule gehänselt und durch dieses Hänseln hat er sich ein Frustfressen angeeignet und wurde dadurch immer kräftiger, bis hin zur Adipositas. Ein Teufelskreis, den Miguel alleine nicht durchbrechen kann. Um seinem Sohn zu helfen, möchte Udo für ihn Rückhalt und Vorbild zugleich sein. Ich möchte Miguel zeigen, dass es wichtig ist, dass man arbeitet. Und zweitens die Gesichter, das Strahlen der Augen von den Bewohnern. Das ist eigentlich mehr wert wie die 1.000 €, die man kriegt. Allein dafür stehe ich morgens auf. Hallo, der Udo hier. Udo ist für die Heimbewohner ein wichtiger Bezugspunkt. Wenn sie einen anlachen, anstrahlen, das ist Dank genug. Die Bewohner sind dir sehr wichtig. Ne? Die Bewohner sind mir sehr wichtig, ja. Oh, Entschuldigung. Da kommen dir die Tränen? Ja, weil wenn ich alt bin, möchte ich auch einen Pfleger oder eine Schwester haben, die so ist wie ich. Die mit Herzblut dabei ist. Und dem die Kohle scheißegal ist, Hauptsache ich kann jemand helfen. Das ist, ich möchte auch mal alt werden. In Frankfurt ziehen die Hartz-IV-Empfänger Christian und Nathalie in ihre erste gemeinsame Wohnung. Während die schwangere Nathalie Tüten schleppt, steht Christian der Sinn eher nach Pause. Sag mal, das kann doch kurz warten. Ess erstmal. Lass jetzt alles da stehen. Meine Güte. Ja, sie will alles reintragen. Braucht sie aber jetzt nicht. Nathalie, wollt die Sachen eigentlich wegräumen, ne? Ja, eigentlich schon. Warum? Einfach so. Ja, nee, ess erstmal. Nathalie hat zu tun, was Christian will. Gehen wir auf den Balkon. Wer von euch beiden hat eigentlich die Hosen an? Werdet ihr das sagen in dem Haus? Ich. Ja, das weiß ich auch. Ist das so, Nathalie? Ja. Christian ist gereizt durch den Umzugsstress. Das lässt er seine Verlobte Nathalie spüren. Oh, mein Neues. Bitte. Von wo? Trinken. Irgendwo ist doch eins. Wo ist der hin? Ich weiß nicht, wo die sind. Dann guckst du halt. Auf Nathalies Schwangerschaft nimmt Christian keine Rücksicht. Hauptsache, sie tut, was er will. Du schickst die Nathalie schon so ein bisschen durch die Gegend, ne? Ja, wenn sie auch mal Trinken Lärm macht, was soll ich machen? Und war es schwer? Nein. Also. Nach Pizza und Energydrink gibt's eine Zigarette zum Dessert. Die Gefahren verkennt Nathalie. Thema Rauchen ist so eine Sache. Also ich rauche, weil ich mir von niemandem reinreden lasse. Normalerweise hat der Arzt auch gesagt, ich soll eigentlich nicht rauchen, also ich soll es reduzieren. Ich habe es auch schon reduziert. Ich habe jetzt mit ihm beschlossen, im 7. Monat höre ich auf, vorher nicht. Jede Zigarette schadet dem Kind. Doch die Eltern flüchten sich in Ausreden. Weil das Kind dann halt schon etwas erwachsener, also praktisch schon mehr ausgewachsen ist und dann schon mehr darüber, glaube ich, schon ein bisschen mehr abbekommt, als wie jetzt so habe, denke ich jetzt halt. Ja, wenn ich will, sie hört von heute auf morgen auf, die wird keine mehr rauchen. Aber das ist ja auch scheiße. Das weiß ich selber als Raucher. Wuppertal. In der Stadt, mitten in Nordrhein-Westfalen, kämpfen Martina und Paul jeden Tag darum, ihre Rechnungen selbst zahlen zu können. Für sich und zuliebe ihrer Enkelin Milene. Ich bin die Martina. Und ich bin der Paul. Wir ziehen unsere Enkelin groß. Ich heiße Milene. Abzüglich der Miete haben wir 1.056 € im Monat zur Verfügung. Damit wir zu dritt überleben können, müssen wir beide arbeiten. Ein Leben ohne Arbeit ist für uns nicht vorstellbar. Zurzeit muss Martina noch mehr sparen als sonst. Denn sie hat den weggefallenen Stadienjob noch nicht ersetzen können. Und ausgerechnet jetzt kommen hohe Extrakosten auf sie zu. Ich wollte mit mir eben meiner Schulschwester gucken, weil sie kommt ja jetzt in eine Schule und dann soll sie sich den ja auch selbst aussuchen. In Elsa. Ja, sie sind teuer, also wir müssen dann gucken, was wir hinkriegen und was Milene sich aussucht. Der Schulranzen kommt gerade im ungünstigen Zeitraum, weil wir warten noch auf die Endabrechnung vom Strom. Und dann müssen wir gucken, ob wir das alles so stemmen können. Zu gerne würde sie ihrer Enkelin den Traumschulranzen kaufen. Ich hab den gefunden! Ja! Wo hast du denn, mein Schatz? Oh ja! Da ist er. Komm, Oma möchte mal reingucken, was da alles drin ist. Milene, hast du dir den so vorgestellt, deinen Schulranzen? Ja. Wow! Martina, was kostet denn der? Milene hat sich mit dem Markenschulranzen ausgerechnet eines der teureren Modelle ausgesucht. Hallo, da steht einmal 95 und einmal 125. Was genau, das war der Ursprungspreis und der ist im Moment im Angebot für 95 €. Es ist schon eine Stange Geld. Mit dem Schulranzen alleine ist es ja nicht getan. Da kommen ja noch Schulbücher zu, Zuckertüte, Kleidung. Da ist ja alles nicht nur mit dem Schulturnester getan. Ne? Das sind schon enorme Kosten. Da müssen wir mal gucken, wie wir das alles stemmen können. Guck mal. Kommt ja auch unseren. Ja. Milene, kannst du den Turnister jetzt bitte wieder einräumen? Das ist noch nicht deiner. Milene? Ja. Meiner. Nee, das ist noch nicht deiner. Den köpfen wir jetzt nicht. Milene? Bei der 5-Jährigen sitzt die Enttäuschung tief. Doch Oma Martina kann sich den Schulranzen nicht so einfach leisten. Er kostet fast die Hälfte ihres Monatseinkommens. Ich würde mir wünschen, wir würden finanziell besser dastehen, dann könnte ich hier mehr Wünsche erfüllen. Wir kriegen kein Hartz IV, keine Sozialhilfe, nur für die Milene-Grundsicherung 75 €, für den Rest gehen wir ja arbeiten. Maus, heute Abend spreche ich dann mit Opa und dann gucken wir mal, dass wir das hinkriegen, dass du deinen Schulturnester kriegst, ja? Ja? Ja. Milene, bist du traurig, dass du die Leute noch nicht mitnehmen konntest, deinen Ranzen? Ja. Ich muss heute Abend erst mit meinem Mann sprechen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wenn ich mehr Stunden arbeiten muss, die kriegt ihren Schulturnester, den sie sich so sehr wünscht.